Hallo zusammen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, ihr könnt das genießen. Ja, heute ist mir etwas in die, ja, ins Auge gefallen, das ich mit euch teilen möchte. Es gibt Leute, denen gefällt ihr Name nicht, ob ihre Person damit auch zusammenhängt, ihre Identität. Jedenfalls fühlen sich viele besser, wenn sie sich dem Namen entziehen und sich einen neuen geben. Ja, und bei der Geburt wird er uns einfach gegeben, dieser Name. Was ist, wenn man sich damit nicht mehr identifizieren kann? Ja, das ist jetzt eine Möglichkeit, das kann man ändern. Mir fiel dazu spontan ein, man wird bei der Geburt ja auch noch woanders zugeordnet, zum Beispiel bei der Staatszugehörigkeit. Wer fragt uns, ob wir die haben wollen? Wer fragt uns, ob wir die irgendwann abgeben wollen? Wer erlaubt uns, dass wir uns da selber ja entscheiden dürfen, wie das im Leben weitergehen kann? Mit anderen Worten, den Namen kann man ändern, aber viele andere Dinge nicht. Unter anderem die Staatsangehörigkeit. Und das finden wir einfach falsch. Wir hätten gerne die Möglichkeit, das so einfach wie möglich zu regeln und sich da auch selbstbestimmt zu bewegen. In diesem Sinne, Leute, lasst euch nicht ärgern. Lasst euch kein X für ein U vormachen. Geht weiter hinaus, sagt eure Meinung. Kämpft für die Menschen, die im Krieg leben müssen. Kämpft dafür, dass sich der Krieg nicht ausweitet. Sagt eure Meinung. Wir sehen und hören uns. Habt keine Angst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.